ein Faultier hoch oben in den Bäumen. Doch während der Eiszeit vor tausenden Jahren hatten die noch einen gewaltigen Verwandten, das Riesenfaultier. In diesem Video gehen wir auf Spurensuche und erklären, warum es die Riesen heute nicht mehr gibt und was ihre Umwelt und der Mensch damit zu tun haben. Dazu nehmen wir euch mit in eine Gipswüste und einen einmaligen Tatort und rekonstruieren mit Forschern den letzten Kampf eines Riesenfaultiers. Aber erstmal zu den Anfängen der Spurensuche. Amerika vor 13.000 Jahren. Das Riesenfaultier hat mittlerweile den ganzen amerikanischen Kontinent als seinen Lebensraum, sein sogenanntes Habitat, erschlossen. Doch stark wechselnde Temperaturen, also ein abiotischer Faktor, verändern das Nahrungsangebot für alle Lebewesen. Das Leben und Überleben für alle Tierarten wurde schwieriger. Doch das Riesenfaultier arrangiert sich über die Zeit mit den widrigen Bedingungen, wechselt in Warm- und Kaltphasen die Futterpflanzen und überlebt. Ein weiterer Vorteil: Es zählte damals zu den größten Säugetieren, bis zu 6 Meter groß und 1 Tonne schwer. Selbst gefährliche Säbelzahnkatzen konnten so ein Faultier mit seinen großen Krallen in die Flucht schlagen. Aber warum gibt es diese Riesenfaultiere denn heute nicht mehr? Forscher entdecken eine Spur. Unser Fundort befindet sich im Süden der USA, an der Grenze zu Mexiko. In dieser einzigartigen Gipswüste werden Forscher zu Kommissaren. Unter der pulverigen Schicht ruht das Geheimnis der Riesenfaultiere. Mit Geduld und Vorsicht holen Fossilexperten, die Paläontologen, die Spuren hervor. Der getrocknete Schlamm hat sie konserviert. Dass sie wirklich von Riesenfaultieren stammen, daran besteht kein Zweifel. Denn das können die Forscher mit erhaltenen Knochen abgleichen. Spuren von Riesenfaultieren sehen vollkommen anders aus als die aller anderen Tiere, weil ihre Füße anders gebaut sind. Wir alle sind den Anblick von Tieren gewohnt, deren Zehen beim Laufen den Boden berühren. Riesenfaultiere liefen aber auf der Außenseite ihrer Füße. Ihr Gewicht wurde von der Ferse und den außenliegenden Knochen des Fußgewölbes getragen. Man sieht also ein sehr interessantes Muster mit nierenförmigen Spuren, die hinten sehr breit sind. Nach vorne hin werden sie schmaler und oft fehlen die Abdrücke einiger Zehen. Doch die Forscher finden noch weitere Spuren, die von Menschen. Denn vor etwa 20.000 Jahren drangen die ersten von Asien über das heutige Alaska nach Nord- und Mittelamerika vor und trafen schließlich auf die Riesenfaultiere. Eines Morgens waren wir hier draußen und legten Spuren frei, als wir in den Abdrücken eines Riesenfaultiers auf Menschenspuren stießen. Der Puls stieg sofort und wir gruben weiter, bis wir erkannt haben, dass ein Mensch offenbar dem Riesenfaultier gefolgt und dabei absichtlich in seine Spuren getreten ist. Wir denken, dass jemand das Tier absichtlich verfolgt hat, sich von hinten herangepirscht und dann vielleicht laut gerufen und es abgelenkt hat. Das Faultier war offenbar irritiert, richtete sich auf die Hinterbeine auf und schlug mit seinen langen Krallen nach ihm. Und dann erkennt man eine zweite Menschenspur, die sich von der Seite nähert. Und wir glauben, dass sie von einem Jäger stammt, der sich unbemerkt näherte, um das Tier anzugreifen. Wir Menschen als intelligente Jäger waren also der zweite Faktor, der die Population der Riesenfaultiere zunehmend bedrohte. Mit Speeren konnte man aus der Distanz angreifen und so waren die Tiere leichte und wichtige Beute. Zusätzlich zu den wechselnden Umwelt- und Klimabedingungen ist das zu viel für diese Art, die vor rund 12.000 Jahren ausstirbt. Und der Mensch hat dazu beigetragen. Übrig geblieben sind unsere heutigen Faultierarten, die es schon damals gab. Sie sind viel kleiner und verlassen die Bäume nur alle 3 Wochen. Unter diesen Bedingungen in ihrer ökologischen Nische waren sie sicher. Größe und Stärke sind also nicht immer von Vorteil. K
Kennst du auch Situationen, in denen es nicht nur auf die Stärke ankommt? Dann schreib's uns doch in die Kommentare. Mehr über Eiszeit erfährst du in diesem Video. Dort erklären wir dir, wie Mammuts den kalten Temperaturen getrotzt haben. Und für immer neue, spannende Videos abonnierst du am besten unseren Kanal.